making. Sweet. So, willkommen zu einem neuen Vlog, den Vlog für den Monat April. Ich bin eigentlich gerade dabei, diesen Vlog zu schneiden. Mir ist aufgefallen, dass ich in den ersten 3 Minuten nur so Clips habe, wo ich überhaupt nichts erzähle oder so weiter. Und in den Clip, den ihr jetzt kurz vorher gesehen habt, da seht ihr den Pavlova-Kuchen, den ich gebacken habe. Und da ich mir denken kann, dass dazu bestimmt ein paar Leute Fragen haben bezüglich Rezept und so weiter, dachte ich mir, ich setze mich lieber hin und erzähle dazu kurz mal was, bevor ich das irgendwie groß in der Infobox auflisten muss. Das war mein allererstes Mal, dass ich einen Pavlova-Kuchen gebacken habe. Und ich muss sagen, der ist sehr, sehr gut gelungen. Also Desi hat auch noch tagelang von denen geschwärmt. Ich meine, das ist der beste Pavlova-Kuchen, den sie je gegessen hat. Danke, Desi. Und ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwie Glück war oder ob es halt an dem Rezept bzw. daran lag, wie ich den gemacht habe. Ich glaube, das ist irgendwie auch ein bisschen Geschmackssache. Aber was uns halt auf jeden Fall gefallen hat, ist, dass der Boden innen sehr, sehr fluffig, wolkenmäßig war, aber nicht matschig. Also so, er war durch, aber auch nicht hart. Durchweg wie so das Innere von Schaumküssen. So kann man das, glaube ich, ganz gut vergleichen. Und die äußere Schicht dann aber so Baiser-mäßig, also so hart, aber zergeht auf der Zunge. So, ich kann es schlecht beschreiben, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also das Grundrezept, an dem ich mich gehalten habe, war von Preppy Kitchen. Ich mag den YouTube-Kanal sowieso sehr gerne, kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Es ist ein super lustiger, sympathischer Typ. Und das Einzige, was ich, glaube ich, abgeändert habe, war das Tatar. Ich habe nämlich statt Tatar 2 Esslöffel Zitronensäure benutzt. Das kommt halt in diese Baiser-Basis. Und dann ist, glaube ich, wirklich das Wichtige, wie man den Boden backt. Und zwar und vor allem auch auskühlen lässt. Ich habe das jetzt so gemacht, dass ich meinen Ofen auf 130 Grad vorgeheizt habe, Ober-Unterhitze. Dann habe ich den Baiser-Boden in den Ofen getan, so auf mittlerer Schiene, und für 10 Minuten auf 130 Grad backen lassen. Nach diesen 10 Minuten habe ich die Temperatur dann runtergesetzt auf 100 Grad Celsius und habe das dann nochmal 45 Minuten backen lassen. Nach 45 Minuten habe ich die Temperatur auf 80 Grad Celsius runtergestellt und habe das nochmal 50 Minuten backen lassen. Und nach diesen 50 Minuten habe ich den Ofen ausgeschaltet und das dann komplett auskühlen lassen. Also so den Kuchen drin gelassen, Tür auch immer schön zugelassen und so lange gewartet, bis die Tür vom Ofen nicht mehr warm war. Dann kann man sich sicher sein, dass es wirklich ausgekühlt ist. Und dann habe ich erst den Boden rausgenommen, weil man dann so verhindert, dass es irgendwie crackt. Also bei mir ist es trotzdem gecrackt, aber ich glaube, es ist halbwegs normal. Und auch, dass es wirklich gleichmäßig wird. Also dass die niedrige Temperatur ausreicht, dass es halt wirklich durch wird und dass es aber nicht zu heiß ist, dass es zu braun wird. Also bei mir wurde der Kuchen so richtig schön weiß. Ja, und dann der Rest des Pavlova-Kuchens ist so Schlagsahne drauf. Ich habe jetzt meine Schlagsahne relativ wenig Zucker gemacht und dafür aber Vanille und ziemlich viel Zitronensäft rangemacht, weil ich das ganz lecker finde, wenn das so ein bisschen mehr zitronisch ist. Und gerade weil der Kuchen, also der Boden, eh sehr süß ist durch den Zucker, fand ich das irgendwie ganz cool, dass die Schlagsahne eher frisch ist und nicht zu süß. Und als Topping waren es bei mir jetzt nur Heidelbeeren, weil ich habe das für zur Feier des Launches von einer Freundin gemacht und da habe ich halt mit den Heidelbeeren das Logo so nachgezeichnet und wollte halt auch, wenn es geht, relativ farbneutral das Ganze halten, weil wir das schön finden. Und man kann aber auch ganz klassischerweise zu Erdbeeren oder ja, irgendwelchen bunten Früchten greifen, wie das so ganz typisch ist bei Pavlova-Kuchen. Ist ganz schön auf jeden Fall für so Frühling, Sommer. Ach ja, und weil ich ja nur die Heidelbeeren als Topping hatte, dachte ich mir, das könnte eventuell zu unfruchtig sein. Und deswegen habe ich dann aus den restlichen Heidelbeeren, die ich noch hatte, so eine Soße gemacht. Also einfach einkochen lassen, ein bisschen Maisstärke ran, Zitronensaft und Minze habe ich reingemacht
Und dann konnte man das halt so über den Kuchen drüber träufeln, wenn man wollte, wenn man einfach nochmal ein bisschen was Fruchtiges, Süßes haben wollte. Der hat jetzt auch ohne die Soße gut geschmeckt, aber ja, mit der Soße war es eigentlich auch ganz nett, so ein bisschen als Extra. Ich glaube, das war alles, was wichtig zum Kuchen war. Wie gesagt, das Grundrezept werde ich euch in der Infobox dann nochmal verlinken. Und ja, dann geht es jetzt weiter mit dem Rest des Vlogs. Ich war vorhin beim Zahnarzt und das hatte ich an. Also den Mantel kennt ihr ja schon von mir. Es ist der Louis Vuitton-Mantel, den ich super, super gerne trage. Den habe ich jetzt echt schon, ich weiß gar nicht, 2 oder 3 Jahre. Und ist echt immer noch fast mein Lieblingsmantel. Und darunter habe ich einfach einen schwarzen Pullover an und dann hier so helle Outfit-Bestandteile. Einmal die weiße Bucket Bag von Celine, dann Off-White cremefarbene Denim von COS und so Baumwoll-Sneaker von Superga. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr bequemes, kuscheliges Outfit. Passt jetzt ganz gut zum Wetter. Aber irgendwie durch diese Farben, also so das schöne Dunkelblau zu den weißen Tönen, wirkt es fast schon ein bisschen edel. Also ja, mag ich auf jeden Fall ganz gerne. Und ja, jetzt, ich kann jetzt die Haare halt viel besser zusammen machen, ohne dass so viel kurze Haare rausgucken. Und seitdem trage ich das super, super gerne so unterwegs, weil ja, das ist einfach easy. Ich kann halt Second oder Third Day Hair so tragen, die können auch ein bisschen fettiger sein und man merkt es einfach nicht, wenn man das mit so einem strengeren Scheitel trägt. Ja, das erleichtert auf jeden Fall einiges. Und ja, das ist mein Outfit. Ja, und Schmuck. Hier trage ich die Chubby Earrings von unserer Schmuckkollektion mit Stilmist. Auch schon super alt, aber trage ich nach wie vor super, super gerne. Die sind halt einfach ja, schön simpel, aber haben was Besonderes an sich und ja, ich mag einfach diese Chubbiness. So, ich wollte euch mal mein Outfit zeigen. Ich habe heute so ein paar alte Sachen rausgekramt. Zum Beispiel diesen Trenchcoat von And Other Stories. Der ist so ein bisschen älter. Und auch diese Tasche von Little Livner habe ich auch schon lange nicht mehr getragen. So wie auch das Seidentuch von Totem. Das ist, es gibt in mehreren Größen und das ist jetzt so eine kleinere Variante. Ja, einfach so ein bisschen zum Aufpeppen. Und ja, die Edited-Hose und Chucks. Also, ja, so. Es wird ein bisschen frühlingshaft, aber man ist trotzdem ein bisschen mehr eingepackt. Und ja, ich mag auf jeden Fall die Farbpalette. Alle schön beige, ne?
Eigentlich wollte ich damit noch warten, aber ich glaube, ich zeige euch jetzt schon das Sideboard, wie es ausgepackt aussieht. Und es ist aber erst in einer temporären Position. Und sowieso die ganze Deko und alles ist jetzt einfach nur so vorübergehend, aber ja, einfach um euch nochmal noch einen Zwischenstand zeigen zu können. Tada! Ist nicht super, super schön. Also eigentlich habe ich ja geplant, das Sofa wieder umzudrehen und dann steht das Sofa wieder hier mitten im Raum und das dann davor, sodass, wenn man in den Raum reinkommt, zuerst das Sideboard sieht, so wie jetzt ungefähr, aber halt nur mit umgedrehter Couch Area, weil das einfach praktischer ist. Aber das haben wir halt noch nicht gemacht und ja, ich dachte mir, vielleicht ist es auch ganz cool, den Zwischenschritt zu sehen. Es steht zwar so ein bisschen random im Raum, aber manchmal finde ich es eigentlich ganz cool, wenn man so Möbelstücke mehr so im Raum stehen hat und so ein bisschen der Platz ausgenutzt wird. Selbst von der Seite sieht es super cool aus. Also echt rundherum ein tolles, tolles Möbelstück. So, ich habe gerade ein Styling-Video fertig gedreht, also deswegen ist auch hier der Hintergrund aufgebaut und ich habe natürlich auch wieder ein Chaos verursacht. Also ja, ein Styling-Video und zwar mit Frühlingslooks und ich denke, bevor dieser Vlog online kommt, werde ich das Styling-Video hochladen. Also habt ihr es zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich schon gesehen. Wenn nicht, dann klickt auf jeden Fall rein. Ich mache hier irgendwo einen Link hin und ja, dann werde ich mich jetzt umziehen und ein bisschen aufräumen. Heute ist super schönes sonniges Wetter und deswegen wage ich mich mit Ballerinas raus. Ich denke, das sollte heute passen, aber falls es doch so ein bisschen windig sein sollte, habe ich einen dünnen Rollkragenpullover angezogen. Einfach damit, ja, das am Hals so ein bisschen bedeckt ist. Und ja, das ist ein Outfit, das habe ich so ähnlich in meinem Frühlingslookbook gezeigt, was ich erst vor ein paar Tagen gedreht habe. Und ja, das ist sozusagen eine kleine Abwandlung noch für ein bisschen kältere, potenziell kältere Tage. Aber falls es doch warm ist, glaube ich, werde ich mir jetzt auch nicht so sehr einen Bär schwitzen. Ich glaube, das ist okay. Und ja, ich glaube, das ist echt, also dieser Pulli zusammen mit Leggings und Ballerinas ist, glaube ich, jetzt schon mein Lieblings-Frühlings-Outfit. Ich finde es einfach super cool. Und ich setze mal kurz nochmal die Sonnenbrille auf. Ich finde, das macht auch nochmal was aus. So, mit Sonnenbrille hat das ein bisschen mehr Coolness. Okay, ich habe mich doch umentschieden und habe die Supergas-Sneakers angezogen mit so Socken. Einfach, falls es doch zu windig ist. Und finde ich eigentlich auch cool so. Thank you.
Ich habe hier eine neue Vase. Ich habe nämlich seit längerem nach so einer antik aussehenden Vase gesucht und letztendlich eine bei Zara Home gefunden. Und bei Zara Home ist es so, dass man echt Glück haben muss, dass so Porzellan, Keramik, zerbrechliches Zeug überhaupt heile ankommt. Und ich hatte da auf jeden Fall Glück und sie kam in einem Stück an. Und ich bin sehr, sehr zufrieden, weil sie echt genau das ist, wonach ich gesucht habe und das hier auch perfekt reinpasst. Ich habe dann bei Blumenladen so ein bisschen Grünzeug gekauft. Ja, gerade mit den fertigen Wandleisten hier sieht das super, super schön aus, finde ich. So Leute, es ist vollbracht. Alle Wandleisten sind jetzt angebracht und ich präsentiere euch das fertige Ergebnis. Das sieht doch super schön aus, oder? Das passt halt super gut zu dem Raum, einfach auch zu den Stuckleisten, die schon vorher dran waren, zu den hohen Decken. Und die Wände wirken jetzt nicht mehr so kahl. Passt auch so gut zu den Flügeltüren und auch irgendwie zum Kronleuchter. Der kommt jetzt irgendwie, der passt jetzt irgendwie besser rein, finde ich. Ja, also ich bin sehr, sehr zufrieden. So, entschuldigt mein Erscheinungsbild. Ich hatte hier so einen riesen Pickel. Das ist auf jeden Fall meine liebste Ecke hier mit dem großen Viereck. Ja, mag ich sehr, sehr gerne. Und ich dachte mir, ich werde jetzt das Wohnzimmer umstellen, endlich mal. Ich bin jetzt zwar alleine, aber ja, ich hoffe, dass ich das ohne der Hilfe von Johannes trotzdem hinkriegen werde. Vermutlich werde ich das halbwegs umstellen und wir müssen dann nochmal zu zweit Sachen nachrücken, damit sie jetzt an richtiger Stelle sind. Aber ja, ich kann das zumindest jetzt hier so umdrehen. Und mal gucken. Okay, also ich muss das Ganze auf jeden Fall noch ein gutes Stück nach vorne bringen. So, jetzt haben wir das richtig verrückt und das ist alles an richtiger Stelle. So sieht es jetzt aus. Also wir hatten das Sofa ja schon mal so mitten im Raum vor ungefähr einem Jahr. Aber jetzt ist es halt schöner, weil man das Sideboard so hat und man nicht mehr so auf den Rücken von der Couch guckt. Ja, sehr, sehr schön. Ich werde das Sideboard bestimmt nochmal anders dekorieren. Das ist ja alles irgendwie, was ich so auf die Schnelle rausgekramt habe und hingestellt habe. Das werde ich dann auf jeden Fall bestimmt nochmal verändern. Hier so sieht es jetzt nochmal von der anderen Seite aus. Ja, finde ich sehr, sehr gut. Und der Fernseher ist jetzt wieder hier an dieser Stelle. Man könnte den eventuell auch an die Ecke stellen, aber ich finde es eigentlich so besser, weil dann ist es wirklich mittig ausgerichtet. Und die PlayStation habe ich jetzt hier hinter versteckt. ja, das war's. So, und weil ich keinen Abschlussclip gedreht habe, dachte ich mir, ich mache das jetzt auch an dieser Stelle, inklusive meinem chaotischen Hintergrund im Schlafzimmer. Das war der Monat April und ja, ich würde mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen oder einen Kommentar unter dem Video, weil mir das auf jeden Fall hilft, dass die Videos wirklich auch angezeigt werden, weil ne, YouTube zeigt nicht die Videos an allen, bei allen Abonnenten an. Und deswegen ist so Interaktion auf jeden Fall immer ganz wichtig. Da würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Und ja, ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Diesmal kam der Vlog ja eine Woche später als sonst, weil ich das Styling-Video hochgeladen habe und wollte nicht, dass es so ganz nah beieinander ist. Aber ja, dann sollten wir uns
planmäßig ja eigentlich in 3 Wochen schon sehen. Und ja, dann bis dann. Tschüss. Forget it's gone. It's time.